Takunyudo ist ein Yokai, der wie ein Oktopus mit menschlichen Zügen aussieht. Sein Kopf ist riesig und rund und sein Gesicht ähnelt dem eines bärtigen alten Mannes. 8 Tentakeln besitzt er und dazu trägt er noch menschliche Kleidung. Sein Name Takunyudo hat er daher, weil er wie ein alter, kahlköpfiger Priester aussieht. Es ist nur sehr wenig über diesen geheimnisvollen Meeresbewohner bekannt. Man findet aber eine Zeichnung des Takunyudo auf dem Bakemonoemkai, einer berühmten Schriftrolle aus dem 17. Jahrhundert. Auf der Schriftrolle ist zu sehen, wie der Yokai einen Fisch über den Kopf einer Unagi-Hime hält, einer weiteren japanischen Sagengestalt. Es schaut so aus, als würde sie sich vom Takunyudo mit einem Fisch verführen lassen. Oder es kann auch sein, dass der alte Oktopuspriester Unagi-Hime etwas ärgern möchte und ihr den Fisch weggeschnappt hat. Takunyudo leben wie gewöhnliche Tintenfische tief im Meer, verborgen vor menschlichen Augen. In der Präfektur Shimane werden Takunyudo von Fischern gefürchtet. Angeblich sollen sie ihre Boote und Schiffe angreifen und schon so einige Fischer ins Meer gezogen haben.